3,6 Liter Maschine, 6 Zylinder, über 200 PS, Spitze 240. Zivilfahnder auf der Jagd nach Rasern. Vorne links haben die Ermittler einen Mercedes im Visier. Trotz schlechter Sicht und Tempolimit, der Wagen wird immer schneller. K1 Gemarkung Stur Richtung Bremen. 100 km/h sind hier aufgrund des starken Regens sicherlich vorgegeben. Flott an der Messung Auto 2, 600 Meter für einen schwarzen Mercedes. Kennzeichen kommt später. Bevor der schnelle Daimler so richtig Gas gibt, wird er rausgewunken. Überraschung, entgegen der Statistik saß diesmal eine Frau am Steuer. Sie und ihr Begleiter, ein Geschäftsmann aus Nordrhein-Westfalen, scheinen einsichtig. Der kleine Einspielfilm der Polizei zeigt wirklich,